Hey Leute, nachdem ich immer noch rückblickend mit meinem Halloween-Special nicht ganz so zufrieden war, denn die Fanmission, die ich da ausgewählt habe, war nicht so gut wie erhofft und ich habe schon so viele gespielt, die so viel besser sind, will ich euch jetzt mal eine dieser Missionen vorstellen, die einfach eine unglaubliche Qualität hat und bei dem, was die Entwickler so gemacht haben, mithalten kann, wenn nicht sogar in einigen Punkten besser ist. Aber das ist Geschmackssache. Jedenfalls ist es eine unglaublich hochqualitative Mission. Es gehörte, glaube ich, zu den ersten 10 Fan-Missionen, die ich gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr genau, welche das war. Jedenfalls ist diese Mission nicht nur von einer Person entwickelt worden, sondern von einem ganzen Team, die sich nennen The Circle of Stone and Shadow. Oder die sich nannten, denn sie haben nur 2 Missionen gemacht und dann hat das Real Life zugeschlagen und seitdem stagniert es etwas bei dem Team und seinen Missionen und den Teammitgliedern, die noch übrig sind. Wie auch immer, dieses Mission hier heißt Gathering at the Inn. Es ist eine Anspielung auf die allererste Thief-Fan-Mission, die je gemacht wurde. Die hieß Gathering at the Bar. Und großartig brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen jetzt. Außer, dass sie eine sehr geile Qualität hat und unglaublich gut ins Wintersetting passt, gerade ins weihnachtliche Wintersetting. Ihr werdet noch sehen, warum. Und wir die jetzt einfach mal zocken werden. Und ich liebe diesen Hintergrundtrack, den werdet ihr auch in der Mission noch hören, während wir draußen unterwegs sind. Und wir fangen einfach mal an. Go! Last month, my hideout was the victim of a raid. Two of my cohorts, considered to be dangerous individuals, were dragged off by the city watch. All I know about them is that they shared their shelter with me and let me keep my full slice of the pie. I got away. That was upsetting. A week ago, I was supposed to meet with a new fence. But 3 nights ago, he was captured. Mechanist this time. I was depressed. I felt sick. I still do. I had only 2 options. Join a guild and pay very high fees for protection. Or sign up with a warden and become an indentured servant, or worse. No. Actually, I had only 1 option. One of the wardens, commonly known as Master Nightfall, had a good reputation as an employer of skilled agents. I met with his chief of staff, a very interesting woman by the name of Sheem, and was given a trial run. It's a peculiar job, but I know I can do it. My destination is the Grieving Burrick Inn. The main objective is the theft of a scepter owned by a fire mage. He's part of a 6-member Scepter Owners Association, staying at the inn tonight. Silly rich folk. Anyway, apparently its value goes beyond the sum of its parts. I'm supposed to make this look like a clean sweep, to avoid tipping the Hand Brotherhood off that anyone was looking for their scepter in particular. So I'm supposed to steal all 6. And of course,
rob the establishment in general. But it doesn't end there. Nightfall explained it all in a letter he wrote to me. It's quite a laundry list. Also zu den Zielen. Erstmal der Schwierigkeitsgrad. No Hints bedeutet hier einfach, wir kriegen keine Hinweise, wie wir unsere ganzen Aufträge zu lösen haben oder wie wir sie lösen können. Das ist hier in dieser Mission das Äquivalent zum Experten-Schwierigkeitsgrad. So, die Ziele werden in der Mission selber nochmal kurz erklärt, aber ich fasse sie mal eben kurz zusammen. Eine Gesellschaft von Stabsbesitzern hält sich heute Nacht im Gasthaus auf. Stehle ihre 6 Zepter. Lord Le Boulon hat eine Karte, die zu einer Diamantenmine führt. Stiehl die Karte, damit Nightfall den Besitz für sich beanspruchen kann. Wenn Lord Pearsall es morgens im Ratstreffen schafft, wird es ihm gelingen, die neuen Steuern zu verabschieden. Sorge dafür, dass er krank wird, sodass er das Treffen verpasst. Lady Verilli betrügt Leute, indem sie ihnen Eisskulpturen als Kristallskulpturen verkauft. Ruiniere ihr Geschäft. Wenn alles vollbracht ist, läute die Türglocke, auf der Karte markiert, und gehe dann zum Treffpunkt. Dort findest du Schiem, die dich zum Kreis geleiten wird. Alles wird verloren sein, wenn Leute zu viel mitkriegen. Lass dich von keinem der Gäste sehen. Unter keinen Umständen sollen die Gäste, die Mitarbeiter der Bar oder jegliche Verbündete von dir verletzt werden. Wachen sind natürlich vogelfrei. Und dann gibt's noch 3 optionale Ziele. Nur durch Schiems Einsatz hast du die Gelegenheit für diese Mission bekommen. Es wäre nett, wenn du ihr etwas als Zeichen deiner Zuneigung mitbringen könntest. Dante, der alte Schubi. Nightfall hat angedeutet, dass alle guten Diebe sich ein Beuteziel setzen. Versuche mindestens 700 zu finden, aber lass dich davon nicht aufhalten, wenn du nicht alles finden kannst. Nightfall belohnt seine Agenten, die ihre Mission vollenden, ohne jemanden zu verletzen. Zumindest versuche niemanden zu töten. Ebenfalls ein optionales Ziel. So, jetzt aber richtig rein in die Mission. Dann schauen wir doch mal auf die Liste, die To-Do-Liste, die uns der gute Mr. Nightfall hinterlassen hat. Hier sind die Details deiner Mission. Ich bin daran interessiert, das Zepter des Feuermeisters Tybalt in meinen Besitz zu bringen. Er ist Teil der Handwerkerbruderschaft und glaube es oder nicht, ein Mitglied der Newmarket Zepter Owners Association. Siehst du, der Plan ist, dass wir verschiedene Mitglieder der Gesellschaft zusammen in diesem relativ unsicheren Platz versammeln und dort ihre Zepter stehlen. Auf diese Weise können wir Tybalts Zepter einsacken und er wird glauben, dass es nur ein simpler Einbruch war und niemals vermuten, dass wir direkt hinter seinem Zepter her waren. Ich habe meinen Einfluss spielen lassen, um sicherzugehen, dass sich die Gruppe heute in dieser Taverne aufhält. Der Rest liegt nun an dir. Raube die Taverne aus. Hol dir so viel Beute, wie du kriegen kannst. Aber nicht weniger als einen Wert von 700. Behalte es für dich, du brauchst es mehr als ich. Aber bring mir alle 6 Zepter. Oh, und vergiss nicht, Tybalts Zepter nicht mit seinem Feuerstab zu verwechseln. Der Stab hat für niemanden einen Wert, außer für ihn. Auch wenn das hier eine Probe ist, das ist der Typ von Mission, den ich jeden unabhängigen Dieb, der sein Geld wert ist, geben würde, so wie du einer bist. Da du den Wunsch geäußert hast, ein Agent von mir zu werden, anstatt unabhängig zu bleiben, werden die 3 folgenden Missionen sich als Tests herausstellen, die deine Eignungsfähigkeit für diese Rolle auf die Probe stellen. Zu deinem Glück haben alle 3 mit den Gästen in der Taverne zu tun. Lord LeBlanc steckt in den Vorbereitungen, ein Land mit erwähnenswertem Reichtum im Boden abzubauen. Einige meiner Mitverschwörer sind daran interessiert, seinen Anspruch zu übergehen und mir damit einen erwähnenswerten Anteil zu bescheren. Dazu brauchen wir aber Zeit. Und im Moment ist der beste Weg, diese zu bekommen, die Erzkarte zu stehlen, die er aktuell mit sich trägt. Wenn dir irgendein anderer Weg einfällt, ihn zu manipulieren, dann tu das bitte. Lady Verilli ist die Quelle der Angst vieler meiner Untergebenen. Sie ist zwar eine Bildhauerin, übt sich aber auch in der Kunst des Betrugs. Anscheinend benutzt sie seit einiger Zeit schon Eis anstelle von Kristall für einige ihrer Statuen und verkauft diese für extrem hohe Preise. Eis ist offensichtlich billiger und leichter zu formen als Kristall, aber es schmilzt, wenn man es hereinbringt oder wenn der Sommer kommt. Viele ihrer früheren Kunden fordern Rache und ich beabsichtige, diese Forderungen zu erfüllen. Bitte setze einen Plan in Bewegung, ihr Geschäft zu ruinieren. Ah, quite a laundry list. Dante hat recht. Also, ordentlich Text drauf. Eine echte Wäscheliste. Lord Pearsall ist ein korrupter Politiker. Ist das unnötig anzumerken? Der versucht, einige neue Agendas durchzubringen. Die meisten davon würden mich absurde Steuern zahlen lassen.
Morgen ist der letzte Tag, an dem er diese Agendas beim Stadtrat durchbringen kann. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er es schafft. Er darf es nicht zu diesem Treffen schaffen. Mir ist egal, was du mit ihm machst. Nur töte ihn nicht und lass ihn nicht wissen, dass du da warst. Dasselbe gilt für alle 6 Gäste. Sie dürfen nicht wissen, dass du jemals da warst. Ich habe dir eine einfache Karte des Gasthauses zum trauernden Burik dagelassen. Ich schlage vor, du versuchst dein Glück nicht an den Türen. Vor 2 Wochen wurde das Gasthaus ausgeraubt und trotzdem der Besitzer seitdem gewechselt hat, sind die Wachen in hoher Alarmbereitschaft. Sie werden vermutlich versuchen, dich zu fassen, wenn sie dich draußen herumschleichen sehen. Die Polizei ist bisher nicht involviert und ich will, dass es so bleibt. Lass sie nicht sehen, wie du einsteigst und steck deine Waffen weg, wenn sie in deiner Nähe sind. Ich würde es außerdem bevorzugen, dass du niemanden tötest, aber wenn es nötig sein sollte, kannst du eine Wache ausschalten. Jedoch darfst du keine Gäste oder Barmitarbeiter auf irgendeine Weise verletzen. Viel Glück, Dante. Wir haben viel zu tun, wie es scheint. Aber zu den Details, jeweils zu den passenden Gästen, werde ich euch noch was sagen, wenn wir die gerade beklauen. Damit ihr auch immer wisst, was ich gerade tue. Und ihr werdet schon sehen, was ich meine, wenn ich dann da ankomme. So, wir haben noch nur Notizzettel. Die Mitarbeiter der Bar sind lächerlich. Sie werden uns ignorieren. Scarthys Schmiede ist in diesem Gebiet hier. Wir sollten mal gehen und Hallo sagen zu unserem alten Kumpel. Und natürlich sollten wir nicht vergessen, die Notizen von Mr. Nightfall zu lesen, was wir ja gerade getan haben. Das sind immer noch unsere Ziele. Wir haben eine Karte von dem Gebiet, eine grobe. Und von der Taverne selber auch. Und wir haben hier nochmal einige Notizen, die sich Dante, unser Charakter, der mal nicht Garrett ist, und dessen Synchronsprecher echt einen guten Job macht für eine Fanmission. Noch Notizen, die er sich selber gemacht hat, von den Leuten, die wir alle beklauen werden. Werde ich zu gegebenen Zeiten auch noch anbringen. Und nun starten wir einfach mal und schauen mal, was wir so in unserem Inventar so liegen haben. Nein. Wir haben kein Schwert, wir haben einen Blackjack, also einen Knüppel, Breitkopfpfeile, 2 Wasserpfeile und 3 Seilpfeile. Das war's, meine Freunde. Eine sehr sparsame Ausstattung. Snow on a night like this. Isn't snow a metaphor for something? Cleansing? A new beginning? A calm after the storm? Maybe this is a good omen. I think I'll consider it to be one. Ja, das will ich doch hoffen, dass es ein gutes Omen ist. Dass dies ein schönes, kleines, tolles LP wird. Denn die Mission ist genial, die Stimmung... Oh, ich liebe diese Weihnachts-Winterstimmung, die in dieser Mission herrscht. Und das alles klappt. Also ich habe die, wie gesagt, schon mal gespielt, ist aber schon wieder ein Weilchen her. Dementsprechend wird es genug Halbblind-Elemente geben. Genug Sachen, die ich verpasse und nicht alle Geheimnisse finde und so. Habe ich selbst damals nicht geschafft, also werde ich es auch diesmal nicht schaffen. Also wir sind jetzt im Süden und müssen zur Taverne, die im Norden ist. Und es gibt verschiedene Wege, da einzubrechen. Und ich werde mal schauen, welchen Weg ich am besten finde. Cold enough for you? Shut up, you tapper. Ha! You soft belly! I love the cold. Take a deep breath. Can you feel the frigid air filling your lungs? Ah, my sword is gonna be filling your carcass if you don't shut up. Nonsense! So, who are you rooting for? Truett or Mosley? I don't give a damn. Elections are shams. Truett will win because he has more bribe money and more friends to bribe. Cynical doofus! I'm surprised you're in this job. I'm cold and I don't feel like talking. Ha! If you're so cold, go on patrol. The walk will do you some good. Warm you up a little, eh?
fine. Getting away from you will do me good. Das sind die Wachen, die patrouillieren hier draußen. Die tun uns aber nichts, solange wir nichts getan haben. Oder solange sie nicht rausgefunden haben, dass wir was getan haben. Und ich werde jetzt erstmal Richtung Norden, genau. Hier ist das Gasthaus vom trauernden Burrick. Da sollen wir rein, da spielt sich der Hauptteil der Mission ab. Und die Obdachlosen, sie sind überall. Please, sir, spare a copper so the poor man could eat. Builder bless you. Naja, mal gucken, ob wir was für Essen für dich auftreiben können. Denn dieser Obdachlose ist ein Weg, wie man hier reinkommen kann in das Etablissement. Zum trauernden Burg. Ich finde die Namen so geil. Es hat sogar einen Grund, warum das Lokal so heißt. Den können wir auch noch rauskriegen. So, jetzt würde ich erstmal würde ich gerne den Schmied finden. Der auch in den Notizen stand, unser alter Freund. Ich verlaufe mich hier immer wieder. Ich weiß noch, wie ich damals ewig gesucht habe, bis ich ihn gefunden habe. Ich dachte, der steht doch auf der Karte, der steht da und da, warum finde ich den nicht? Einfach, weil er verdammt gut versteckt ist und ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Im Grunde ein ganz kleines Stadtgebiet, was man hier hat, aber es reicht, um sich zu verlaufen, wenn man was für etwas Bestimmtes suchen will. Aber warte mal, hier ist Norden? Okay, da muss ich hier hinten hin. Genau. Hier müssen wir hin. This is my old friend Scarzi's shop. I wonder if he's at home. Scarzi. Jo, alter Pell, was geht ab? Ich bin der Highlander. Ich mache Schwerter und so. Oh, alright, Dante. How are you today? Just fine, Scars. Thanks for asking. Okay. Ich dachte, die reden jetzt noch mehr, aber anscheinend erstmal nicht, aber... I hope Scars won't mind if I borrow this. I'm sure he won't. Dafür nehmen wir sein Schwert mit. Oder ein Schwert, was er mal geschmiedet hat. Denn das können wir noch sehr gut gebrauchen. Oh ja, das können wir. So. Hätten wir schon mal ein Schwert, einen wichtigen Ausrüstungsgegenstand. Und hier könnte ich zum Beispiel das Regenrinnrohr hochklettern. Und somit auch aufs Dach gelangen und von oben in die Taverne einbrechen. Ist eine Möglichkeit. Was wir aber auch noch machen können. Das zeige ich euch noch. Aber erstmal gehen wir zurück in das Stadtgebiet. Mann, das ist aber auch eine Riesenwurzhaus hier. Denn hier gab es noch was zu holen. Schon mal die Seilpfeile ausrüsten. Boah, ich liebe die Stimmung, die hier herrscht. Habe ich das schon erzählt? Richtig traumhaft, kann man sagen. Dazu die Musik. Ach ja. Das ist eine richtig klasse Mission. Genau, hier wollte ich hin. Denn hier ist, wie es aussieht, ein verlassener Lagerraum. In dem augenscheinlich nichts ist, aber... Nur augenscheinlich. Zack. Denn hier haben wir eine Goldvase, die gleichzeitig auch ein Secret ist. Mohaha. Ist, glaube ich, auch das einzige Secret. Booms. Was ich selber gefunden habe damals. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Seitdem ja schon einige. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon 20 Fan-Missions gespielt, wovon 95% richtig klasse sind. Und ich zeige euch leider eine von den 5%, die nicht so toll sind. Aber das mache ich mit der Mission hier wieder weg. Und bringe euch in tolle Weihnachtsstimmung. Wo rennt der denn jetzt hin? Ich wollte schon sagen, ihr habt mich eigentlich bei nichts ertappt.
Und schon sind wir wieder bei der Taverne. Wo ich auch noch gar nicht hin will. Ich will einfach nur die Schneestimmung genießen hier.